Ja, meine Damen und Herren, wir machen weiter mit dem zweiten Gespräch. Frankfurt und Düsseldorf waren ja schon gute Stichwörter. Ich darf ganz herzlich begrüßen Dr. Mariam Balke und Dr. Galia Diaz von der Organisation Maktab Tariqat Owaisi Shah Maqsoodi, kurz MTO, Schule des islamischen Sufismus. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Wir haben uns gestern Abend darauf geeinigt, dass wir uns duzen und haben gesagt, wir werden uns jetzt nicht die nächsten 30 bis 45 Minuten hier künstlich siezen. Ich darf beide mal kurz vorstellen. Dr. Balke ist Neurologin und Rehabilitationsmedizinerin und ist leitende Oberärztin in Köln. Sie ist seit 31 Jahren Schülerin der MTO dort im Vorstand und ihre Schwerpunkte sind dort die Vermittlung der Sufi-Lehre, die Übersetzung von Sufi-Schriften und Tamarkus. Ich denke, das ist ein Begriff, den wir gleich auch einordnen werden, sowie öffentliche Aktivitäten. Und sie betreut ein Projekt ganz besonders, und zwar die Genehmigung, Bau und Betrieb der MTO Kita Grüner Weg. Und Dr. Galia Diaz ist Diplom-Informatikerin. Beruflich ist sie als Senior Managerin bei einem internationalen Beratungsunternehmen tätig. Sie ist seit 25 Jahren Schülerin der MTO, ist Vorstandsvorsitzende des MTO Sufi-Verband e.V., Generalsekretärin der MTO Shah Maqsoodi, Körperschaft des öffentlichen Rechts, und Projektverantwortliche für das Verfahren zur Verleihung der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Das hatten wir auch in den Vorgesprächen. Wir haben es hier auch mit einer Organisation zu tun, die diesen Status Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen bekommen hat. Letztes Jahr, darüber werden wir auch noch mal sprechen. Wir wissen, auch hier in Baden-Württemberg wissen wir, dass das nicht immer so ein einfaches Verfahren ist. Und bevor wir in das Gespräch einsteigen, sehen wir jetzt einen kurzen Film, ich denke so von knapp 90 Sekunden, und bekommen da erste Eindrücke über die Organisation. Da war jetzt auch ohne Kommentar viel dabei. Ja, ich denke, es wäre jetzt zunächst einmal gut, nochmal so einen Einblick zu bekommen in eure Organisation. Mhm. Also vielleicht auch, wo kommt ihr her, wie sieht die Geschichte aus, bevor wir über dann die Struktur, insbesondere in Deutschland, sprechen. Ich glaube, das wäre so eine Einordnung, wäre mit Sicherheit ganz wichtig. Ja, sehr gerne. Hört man mich gut? Ja. Ein bisschen so.
komme ein bisschen vorher. Vielen Dank auch erstmal für die Einladung. Ich habe schon lange auf so eine Veranstaltung gewartet und als die E-Mail dann endlich eintrudelte, habe ich gesagt, yay, das ist es, sehr gut. Also vielen Dank nochmal dafür. Unsere historischen Wurzeln, die Marxabteilung OWSI Schauchmachsude, gibt es seit den Lebzeiten des Propheten Mohammed, Friede sei auf ihm. Und der Begründer der Schule war Hazrat Uweis Rarani. Er stammte aus dem Jemen. Und das, was besonders ist historisch an unserem Orden, ist, dass Uweis Rarani dem Propheten zu Lebzeiten niemals persönlich begegnete, sondern es gab eben diese Verbindung von Herz zu Herz, auf die Sie angesprochen haben, die auch nach wie vor essentiell ist für alle Sufi-Orden eigentlich. Die Entwicklung der letzten 100 Jahre war geprägt durch die letzten Meister, die im Iran hauptsächlich den Orden geführt haben. Und vor der Revolution im Iran hatten wir ein großes, florierendes Zentrum in Teheran, viele verschiedene Zentren über den ganzen Iran verteilt, eine große Anhängerschaft und haben im Grunde den Sufismus dort auch schon so praktiziert, wie wir es hier jetzt in Deutschland auch tun, mit natürlich angepasst mit den Nuancen, die notwendig waren. Der damals lebende Meister Hazrat Shah Mahsud, der auch Einzug gefunden hat in den Namen unserer Schule, weil er für uns so bedeutsam ist, hat relativ früh schon erkannt, dass da eine Wende kommt im Iran, dass die Religiosität sich verändert, dass eher verhärtete Strukturen Einzug finden in den Iran und hat langsam angefangen, seine Anhängerschaft darauf vorzubereiten. Und so kam es dann, dass mit der Revolution dann viele Anhänger unseres Ordens den Iran verlassen haben, natürlich hauptsächlich in die westlichen Länder der Welt und dort dann angefangen haben, aktiv zu werden. Und erstmal ganz, ganz einfach in Wohnungen sich zusammengetan, miteinander über den Sufismus gesprochen, Sekt praktiziert und mit der Zeit sind die Strukturen immer größer geworden und gewachsen, sodass wir heute eine weltweite Organisation sind, die aber sehr, sehr strukturiert ist, formale Wege geschaffen hat, wie man eben lokal in jedem Land, wo man ist, auch seine Aktivitäten tatsächlich leben kann. So kurz umrissen. Mit dem Iran verbinden wir dann natürlich auch das Stichwort Schiitentum. Mhm, das heißt, ihr seid ein schiitischer Orden und lebt, denke ich, jetzt einfach auch mal den Sufismus in einer schiitischen Tradition. Das ist richtig. Wobei, nachdem ich heute so die ganzen Informationen und Filme gesehen habe, habe ich gesagt, wo ist da eigentlich der Unterschied? Also eigentlich findet man da kaum Unterschiede. Wir nennen vielleicht Namen von anderen heiligen Menschen, aber im Grunde gibt es da keine Unterschiede. Die muslimischen Feste feiern wir alle gleich. Was uns als Orden vielleicht auch ausmacht, ist, dass wir die persische Kultur auch sehr aufrechterhalten. Also so Dinge wie Nowruz, das persische Neujahrsfest, das leben wir ganz intensiv, weil da sehr viele Sufi-Elemente drin sind. Ne? Und da kam ja die Diskussion, seit wann gibt es den Sufismus? Erst seit dem Islam oder auch vorher? Ja, wir nennen uns auch islamischer Sufismus, aber die Elemente, die hat es eigentlich schon immer gegeben, auch schon zu Zeiten von Zarathustra und so, wie die Vorrednerin es auch gesagt hat. Es gibt sehr viele Praktiken auf der Welt, die den Sufismus repräsentieren und sie haben alle ihre Daseinsberechtigung. Seit wann gibt es denn in Deutschland Menschen, die sich der Schule des islamischen Sufismus angehören und wie seid ihr in Deutschland als Organisation auch entstanden? In Deutschland gibt es uns seit Ende der 70er, verstärkt seit Anfang der 80er Jahre, als es dann auch eine große Auswanderungswelle gab aus dem Iran. Und wir haben eigentlich immer die Struktur eines eingetragenen Vereins gehabt, egal wo wir waren. Also schon in den 80er Jahren? Ich glaube, der erste war in Mönchengladbach, der erste eingetragene Verein. Und je nachdem, wie groß das Zentrum war, ob es sich selbst geleitet hat, einen eigenen funktionierenden Vorstand hatte oder nicht, hat man sich eben als Verein eingetragen oder auch nicht. Und mit der Zeit wuchsen dann die Vereine, und da kommen wir dann auch gleich schon so zur Körperschaftsfrage,
weil unsere Angebote gewachsen sind und sehr vielfältig geworden sind. Von der Jugendarbeit über die spirituellen Praktiken und die Vermittlung der Lehre, die Kindertagesstätte, die Sufi-Psychologie und Wissenschaft, der interreligiöse Dialog, den wir sehr stark leben, unsere Aktivitäten in Vorständen von anderen Gremien, das alles hat dann immer mehr Vereine mit sich gebracht, weil das die einzige Struktur war, in der wir im Grunde aktiv sein konnten. Wie viele Zentren, Vereine habt ihr dort insgesamt so in Deutschland? Unser Hauptzentrum in Deutschland, da waren noch ein paar Bilder dabei, ist in Düsseldorf. Das ist ein großes Zentrum, wo sich wöchentlich etwa 200, 250 Mitglieder treffen, um die Sufi-Lehre zu hören, den Koran zu lesen und das Dhikr gemeinsam zu verrichten. Ansonsten haben wir noch Standorte in Hamburg, in Frankfurt und in Köln. Unsere Anhänger, wenn wir sie jetzt mal so bezeichnen wollen, sind aber deutschlandweit verteilt. Und was wir seit dem Jahre 2000 schon anbieten, ist, dass unsere Lehrsitzungen auch online übertragen werden. Das heißt, egal wo man ist auf der Welt oder in Deutschland, kann man dann zu der Zeit sich zuschalten und mithören. Okay. Du hast, glaube ich, Hannover noch vergessen. Hannover habe ich vergessen. Ja, Hannover ist eigentlich wir haben das heute zweitgrößte auch Sufi-Schüler aus Stuttgart hier. Also wir haben auch Schülerinnen und Schüler in München, Berlin, Stuttgart, die dann zu dem nächstgelegenen Sufi-Zentrum gehen. Und die Entscheidung, ob wir ein Sufi-Zentrum eben eröffnen, das wägen wir immer ab, müssen immer schauen, was steckt für ein Verwaltungsaufwand dahinter, wie viele Menschen sind dann tatsächlich vor Ort und wie lebendig können wir das gestalten. Und solange es geht, eröffnen wir noch kein Zentrum, sondern wenn wir wirklich merken, da sind schon bestehende Infrastruktur, auf die wir aufsetzen können, dann eröffnen wir auch eben solch ein Zentrum. Okay. Genau. Ich glaube, was jetzt vielleicht auch für uns alle ganz interessant ist vielleicht so die Frage, also ihr habt das auch im Vorgespräch betont, ich habe das auch eben gesagt, dass ich euch vorgestellt habe, ihr betont, wir sind Schülerinnen. Welche Bedeutung hat das für euch? Willst du das oder ich? Mach das mal. Ich könnte gerne beide, also auch individuell. Ich ergänze ungefragt. Wir haben auch gestern nach Worten gerungen. Ne? Wie bezeichnet man den Menschen, die jetzt zu einer Sufi-Gemeinde angehören? Weil das Wort Gemeinde ist ja etwas, was aus deutschen Strukturen aufgesetzt wurde. Aber im Grunde sind Menschen, die sich dem Sufismus zugehörig fühlen, Schüler, weil sie sagen, wir wollen lernen. Und das ist ein lebenslanger Weg des Lernens. Mhm. Und die Sufi-Orden haben einen, wenn wir es auf Deutsch sagen wollen, einen Meister. Im Persischen sagen wir Pir, sie sagen Sheikh. Und von dem oder von ihr wollen wir lernen. Und wir sehen uns als SchülerInnen dieses Meisters. Und ob er oder sie jetzt da ist oder nicht da ist, das wurde am Anfang auch erwähnt. Die Lehre ist immer da und wir können immer lernen. Deswegen sehen wir uns als SchülerInnen und es ist auch nicht so, in unserem Orden zumindest nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt ausgelernt. Mhm. Wir sind immer SchülerInnen bis zum Schluss. Okay, das heißt, man entscheidet sich, dem Orden beizutreten, ist dann offiziell Schüler, Schülerin und geht dann sozusagen ein Leben lang diesen Weg und versucht, immer mehr dazu zu lernen. Genau. Mhm. Ich würde sagen, es gibt eine Unterscheidung. Ich glaube, vorhin wurde es auch erwähnt, es gibt kaum eine Familie, zumindest dort, wo jetzt unsere Schule herstammt, wo man sich nicht zum Sufismus bekennt, wo man nicht ein literarisches Werk von Hafez Rumi hat und daraus liest abends. Und der Sufismus gehört auch in das Familienleben. Das heißt, wir haben zum einen aktive Mitglieder, das sind Mitglieder oder SchülerInnen, die regelmäßig zur Schule kommen. Wir haben auch Semester, in denen wir dann uns bestimmten Themen wenden.
und Hausarbeiten schreiben. Also wir haben tatsächlich auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis. Wir beschäftigen uns schon doch sehr mit der Theorie und wenden es aber auch an, sowohl in der Schule als auch im Alltag. Und in der Kombination findet das Lernen statt. Und insofern, wir haben Schülerinnen und Schüler, die anwesend sind, die auch zum Gemeindeleben, auf Deutsch gesagt, beitragen, indem sie einen Dienst verrichten, den sogenannten Chetmat, sich einbringen, in Projekte tätig sind. Wir machen das sehr gerne, je nach auch Feld, wo die Person dann auch tatsächlich tätig ist, das, was die Person studiert zum Beispiel oder woran die Person auch großes Interesse hat. So kam ja auch dieses vielfältige Bild zustande, was Sie am Anfang gesehen haben. Und dann gibt es aber auch sogenannte assoziierte Mitglieder, die schalten sich sehr häufig online zu, nutzen im Prinzip die Dienste von MTO. Ja. Da merken wir, dass mehrere tausend Menschen sich dann zu Sufi-Sitzungen zuschalten oder sich melden bei Fragen. Das heißt, jeder von uns kann sich dann auch mal zuschalten und sich das anschauen. Bücher kaufen, natürlich das Thema Sufi-Literatur. Wir verkaufen viel mehr Bücher, als wir tatsächlich dann auch Schülerinnen vor Ort haben. Also es gibt eben so die Aktiven, sage ich jetzt mal, vor Ort. Und dann gibt es eine Großzahl von Menschen, die durch Bücher, durch Spenden sich auch beteiligen, aber eben nicht aktiv vor Ort sind. Interessant, in der Vorbereitung habe ich einen sehr empfehlenswerten Beitrag vom ZDF-Forum am Freitag vom Kollegen Abdel Ahmad Rashid, der heute ja auch anwesend ist, der bei euch war zu Besuch, und habe mir die Homepage angeschaut. Und was aufgefallen ist, dass in euren spirituellen Sitzungen auch Nicht-Musliminnen teilnehmen. Und dass Männer und Frauen auch schon durchaus in weißen Gewändern zusammenkommen. Und das war tatsächlich auch etwas, also es gab ein Interview mit einer nicht-muslimischen Frau, die das auch nochmal betont hat. Und das hatte ich so das Gefühl, das steht auch für euch, die Einladung, auch an spirituellen Sitzungen teilzunehmen, Spiritualität zu erfahren, egal welches Bekenntnis man mit sich bringt. Ja, das ist richtig, weil wir den Sufismus als einen Weg der Selbsterkenntnis sehen, und das ist ein Bedürfnis, das jeder Mensch hat, unabhängig von seiner Kultur und vererbten Religionen. Das Sprichwort oder das Stichwort vererbte Religion ist auch das, weshalb wir sagen, gut, jeder ist an einem bestimmten Ort, in eine bestimmte Tradition hineingeboren worden und hat ein Label bekommen. Das darf uns ja nicht daran hindern, uns auf den Weg der Suche oder, wie wir im Sufismus sagen, Suluk zu machen. Und wenn die Person jetzt im Christentum sozialisiert ist, hier geboren ist, hat sie aber die gleichen Bedürfnisse. Ne? Warum sollen wir die Türen verschließen, nur weil sie vermeintlich das falsche Label trägt? Ja, das sind eher so aus unserer Sicht ja Formalitäten. Und Lippenbekenntnisse sind ja auch nicht das, was den Sufismus gerade ausmacht. Ja, also einfach wörtlich zu sagen, ich bin ein Muslim und ich verrichte äußerliche Tätigkeiten und damit war es das. Das ist nicht der Weg des Sufismus. Wir haben uns ja auch gestern Abend darüber unterhalten, dass deswegen kam ja auch die Frage eben mit der Esoterik. Also Sufismus ist kein Wellness. Ja, ich sage, ich möchte jetzt irgendwie, ich suche jetzt absolute Entspannung und ich gehe jetzt den Weg der Sufis. Nein, das ist schon Arbeit. Ne? Dieses ständige Arbeiten an sich in jeder Situation, in dieser Welt, aber auch in der Zurückgezogenheit. Und jeder, der das machen möchte, der sagt, ich will diesen Weg auf mich nehmen, ist natürlich willkommen. Da wird auch nicht selektiert. Das Spannende ist auch, ich glaube, wir hatten es im Vorgespräch auch, dass wir aufgrund der Historie zum Beispiel auch
eine große jüdische Gemeinschaft innerhalb unserer Schule haben. Also ich, in Kalifornien sind, glaube ich, über 40% unserer Schülerschaft jüdischen Glaubens und auch schon seit vielen Generationen Teil der Sufi-Schule, nämlich noch aus dem Iran. Mhm. Und insofern bestehen da auch interreligiöse Begegnungen innerhalb der Schule natürlich und Reflexionsgespräche etc. Jetzt kann ich mir natürlich aber auch schon auch durchaus vorstellen, dass es andere muslimische Gruppierungen gibt, die das alles vielleicht so ein bisschen schwierig finden, auch vielleicht die jetzt nicht gelebte Geschlechtertrennung schwierig finden. Habt ihr da bestimmte Erfahrungen, vielleicht auch im innerislamischen Dialog oder vielleicht auch damit verbunden die Frage, wie seid ihr im interreligiösen Dialog oder in kommunalen Prozessen auch verortet und habt ihr da auch gewisse Erfahrungen, über die ihr berichten könnt? Mach du religiös, ich mach kommunal. Ja. Ja, sehr gut. Gute Aufteilung. Also. Ja, das ist eine gute und spannende Frage und mit der wir uns nicht beschäftigt haben, solange wir uns nur in unserem eigenen Dunstkreis befunden haben. Mhm. Aber wir sind ja auch gewachsen und haben uns nach außen orientiert, an die Kommunen, an die anderen Religionsgemeinschaften und sind in den letzten 10, 15 Jahren immer aktiver geworden. Und ich persönlich zum Beispiel bin dann über, in Düsseldorf über den runden Tisch der Polizei und der Muslime an einen neu gegründeten Arbeitskreis gekommen, den nannte sich Kreis der Düsseldorfer Muslime. Den gibt es auch jetzt noch, ist sehr aktiv. Und da war ich die einzige Frau, die einzige Sufi und die einzige Schiitin. Und so, keine gute Kombination. So ging die Begegnung los. Das war für mich selber erstmal, ich sag mal, eine Erfahrung, in die ich mich einfügen musste. Aber da muss ich meiner Vorrednerin total beisprechen, dass wir, dass einfach die Begegnung und der Dialog alles ist. Mhm. Und ich habe sehr schöne Erlebnisse gehabt. Anekdotisch eine marokkanische Hinterhofmoschee, die ich vielleicht sonst niemals gesehen hätte, aber ich bin da reingegangen und hatte erst mal gedacht, oh Gott, bin ich richtig angezogen, weiß ich, was ich sagen muss, und ich bin dann mit einer wahnsinnigen Herzlichkeit begrüßt worden und empfangen worden und bin an dem Abend von allen Herren zum Vorstand gewählt worden. Und das war dann so, wo ich sagte, okay, ich muss mich auch öffnen. Ich muss zeigen, dass ich auch lernen will, egal von wem, und dann funktioniert das auch. Und natürlich gibt es auch Menschen, die wollen das nicht. Ja? Das ist auch in Ordnung, aber ich glaube, auch innermuslimisch müssen wir uns einander öffnen, damit wir alle an einem Strang ziehen können. Und vor allem über die Jahre dranbleiben, das Thema Kontinuität, also nicht einmal sich begegnen und anlächeln und dann ist gut, man hat sich verstanden, sondern das Vertrauen, wie in jeder Beziehung, kommt ja über die Zeit, über die vielfache Begegnungen, über eine Zuverlässigkeit, die sich einstellt. Man weiß jetzt, mit welchen Themen man auf uns zukommt und vice versa. Und natürlich ist das Bild, weil wir ja mittlerweile deutschlandweit organisiert sind, unterschiedlich. Ja? Also in Düsseldorf sind wir vom Reifegrad natürlich sehr weit, weil wir dort angefangen haben. Dann gibt es andere Städte, wo wir gerade noch am Anfang sind und Kommunalbeziehungen aufbauen. Und dann haben wir gelernt, erstmal kleine Projekte vor Ort zu stemmen. Dann haben wir vor ungefähr 10 Jahren schon überregionale Projekte gemacht, wo wir mehrere Standorte zusammen getan haben. Bis jetzt bundesweite Projekte, wo wir dann auch bestimmte Kulturprojekte, Programme im Bundestag vorstellen oder Aufklärungsarbeit leisten. Also schon dann schwergewichtigere Themen, sage ich jetzt mal. Wie reagieren denn so kommunale, politische oder Menschen in der Verwaltung, also so Entscheidungsträgerinnen auf euch?
meiner Erfahrung nach ist das sehr personenbezogen. Das ist, man kann nicht sagen, so sind die Kommunen. Das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Lokalpolitik ist sowieso sehr personenbezogen. Mhm. Da ist weniger auch Parteiprogramm. Mhm. Insofern würde ich sagen, aber grundlegend ist es ein offener Umgang. Mhm. Wir haben aber auch, jetzt zum Beispiel am Beispiel der Kita, haben wir auch gelernt, dass es auch ganz anders sein kann, dass man zwar willkommen ist, solange man auch nichts möchte. Und dann wollten wir eine Kita gründen. Mhm. Und dann waren ganz andere Gespräche und das hat sich auch länger hingezogen als muslimischer Verein dann noch. Und eben all diese Themen haben uns ja auch dazu bewogen, in Richtung Körperschaftsstatus dann auch zu schauen. Aber da gehen Sie ja, glaube ich, später. Genau, ja. Du. Vielleicht zum Thema Kita. Das war so das erste größere Projekt, wo wir sagten, wir wollen uns auch in das soziale Leben einbringen. Wir sind selber Mütter, Väter, haben Kinder, wir haben immer diese Betreuungsnot, weil wir alle berufstätig sind und wir wollen auch etwas leisten und unseren Beitrag leisten. Und also das war wirklich sehr schwer, weil, so wie Galia es auch gesagt hat, man kannte den Sufismus nicht. Ich hatte teilweise, wie ich auch schon sagte, meine Mühe, Sufismus und Salafismus zum Beispiel mal voneinander zu trennen. Und als wir dann letztlich die Erlaubnis bekamen, die Kita tatsächlich zu bauen und zu führen, mussten wir schriftlich auch bestätigen, dass wir eine konfessionsübergreifende Kita führen würden. Also es wurde uns nicht erlaubt, eine muslimische Kita zu führen. Nur unter dieser Bedingung haben wir das überhaupt geschafft. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für das Verständnis. Und viele, die diese Projekte machen wollen, scheitern daran, dass man das nicht möchte, dass der Islam in der Kita gelehrt wird. Ja, ja. Also ich frage deshalb, weil wir ja hier auch sehr viel Arbeit mit Kommunen oder auch in den Kommunen leisten. Auch also in unserem Projekt Islamberatung, Feride von der Gensch Aslan, und wir hatten auch da Berührungspunkte, und da war das Thema auch Sufismus und Salafismus. Und man merkt da schon auch eine gewisse Überforderung in den Kommunen. Jetzt hat man sich mal so ein bisschen an DITIB und VEKZ und Meligürisch, jetzt würde man sagen, mal so die etablierten Verbände gewöhnt, und dann kam die Ahmadiyya. Und dann kommen jetzt noch andere Gruppen, und man merkt einfach, das ist da, also da braucht es noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit. Aber das scheint tatsächlich auch in NRW, in Nordrhein-Westfalen, vielleicht auch in Hessen nochmal etwas anders zu sein als hier in Baden-Württemberg. Ich würde gerne auch noch auf euer soziales Engagement insgesamt eingehen. Ihr wart ja auch vor allem in der Corona-Zeit sehr aktiv. Und würde dann aber auch doch noch um die Einordnung dieses Begriffes Tamarkus, der ein großes Gewicht hat bei euch, auch bitten. Aber vielleicht zunächst einmal, wie können wir uns das vorstellen im Alltag? Ja. Gut, das Thema Dienst gehört ja mit zum Alltag einer Schülerin oder eines Schülers, und dazu gehört auch soziales Engagement. Das hat auch lange Tradition in der MTO-Schule. Wir haben zu Beginn der Pandemie, als wir dann alle plötzlich zu Hause saßen und gar nichts mehr machen konnten, man erinnert sich noch, außer die Ärzte unter uns, die unterwegs waren, haben wir gedacht, was machen wir denn jetzt? Wir wollten nicht tatenlos rumsitzen und haben gesagt, gut, wir haben jetzt all die anderen Projekte von Kultur, von Meditation, Dialog, das ist ja alles runtergefahren. Lasst uns doch schauen, wie es den Menschen vor Ort geht in den regional, dort wo die Schüler sitzen. Und wir haben angefangen erstmal die systemkritischen Organisationen abzutelefonieren, zuallererst die Krankenhäuser. Die haben berichtet, dass sie teilweise ohne Masken, dass Ärztinnen und Ärzte ohne Masken dastehen. Das war ganz zu Beginn. Also haben wir teilweise Fertigungsstraßen dann auf die Beine gestellt,
wo wir ohne Kontakt, also kontaktlos Masken, medizinische Masken hergestellt haben und eben diese systemkritischen Häuser darunter dann auch. Und wenn man dann so ein bisschen weiter schaut, gerade auch Non-Profit-Bereich in Deutschland, lebt ja auch, also der soziale Bereich lebt ja von der Gemeinnützigkeit. Dann gibt es Kinderheime, Geflüchtetenheime. Da sind Menschen auf engstem Raum zusammen und waren einfach nicht richtig ausgestattet. Und das haben wir dann sukzessive erweitert auf Visiere und so weiter. Und dann haben wir angefangen, wir sind ja eine weltweite Gemeinschaft, dann haben wir Frankfurter mit den Londonern gesprochen, ja, was macht ihr denn? Und dann haben wir angefangen, uns auf Europaebene zu organisieren. Dann haben sich die Amerikaner bis nach Australien organisiert und haben gesagt, also es war wirklich eine Bottom-up von unten entstandene Initiative. Und haben dem Ganzen noch einen Hashtag gegeben und haben gesagt, lass uns auch andere begeistern, weil jetzt müssen wir füreinander da sein. Und daraus sind ganz viele andere Initiativen auch außerhalb der MTO entstanden. Aber jetzt seit Beginn der Pandemie bis heute machen wir globale Spendenaktionen. Wir haben auch gesagt, wir nutzen alles, was wir früher als Anlass genommen haben zu feiern, als Anlass genommen haben zusammenzukommen. Ja? Geburt des Propheten. Geburtstag des Meisters, Ramadan. Wir haben all diese Feste genutzt und statt diese Feste zu feiern und zusammenzukommen, waren wir dann vor Ort und haben Hilfe geleistet. Mhm. Und mittlerweile gibt ja die Pandemie ein bisschen nach. Es ist aber natürlich dennoch so, dass wir aufgrund dieser bestehenden Kontakte und Infrastruktur ein ganz gutes Bild haben in den Städten, wo wir unterwegs sind, wo gerade ein Leid ist und sehr, sehr spezifisch dann auch helfen. Das heißt, wir sprechen dann mit Leitung dieser Häuser, zum Beispiel Kinderheime, und sprechen aber auch mit dem Klientel. Wir arbeiten sehr eng mit der Tafel, mit Caritas zusammen und helfen da dort, wo Hilfe gebraucht wird, sehr, sehr spezifisch. Dort, wo Lücken sind, wo das Gesamtsystem es zwar quasi nicht trägt. Das hat dann auch dazu geführt, dass diese Initiative weltweit Preise gewonnen hat, weil wir auch relativ sichtbar waren. Wir haben dann auch gesagt, ihr AmtsträgerInnen, ihr kommt bitte zu den Spendenaktionen und hört euch das mal an. Ja, dann haben wir uns Bundestagsabgeordnete geschnappt und mit in das Geflüchtetenheim genommen. Genauso Landtagsabgeordnete, Kommunalverantwortliche. Wir haben da ein richtig großes Netzwerk aufgebaut. Mhm. Und mittlerweile ist es in vielen Ländern so, dass bestimmte Tage nach MTO Schach machst du die benannt sind. Also der 4. Februar zum Beispiel ist MTO Schach machst du die Day in sehr vielen US-Bundesländern aufgrund dieser Initiative und das, was wir damit ausgelöst haben. Es ist ja dann mittlerweile nicht mehr MTO, sondern es ist tatsächlich das Thema Community und miteinander helfen entstanden. Bleiben wir vielleicht doch dabei, bevor wir, dann machen wir zum Abschluss diesen Markus. Ja. Kommen wir mal zum Thema Status Körperschaft des öffentlichen Rechts. Mhm. Kannst du da vielleicht einfach auch mal die Bedeutung dieses Status für eure Organisation, also warum war euch das wichtig und wie kann man sich so einen Weg vorstellen? Ja. Auch wenn im Vergleich zu den großen Islamverbänden ja eher eine kleinere Organisation. Also was mir immer sehr wichtig ist, ist rüberzubringen, wir haben nicht gesagt, wir wollen den Status, um uns dann einzubringen, sondern es war andersherum. Für uns ist es selbstverständlich, uns einzubringen, nicht nur als Sufis, sondern wir sind hier in Deutschland teilweise geboren, aufgewachsen, hier sozialisiert, wir sind hier mündige BürgerInnen. Und da bringt man sich ein, da möchte man sich in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen, da möchte man sich sozial einbringen, je nachdem, was man auch für kreative Ideen hat oder wofür dann das Herz schlägt im Bildungsbereich. Das heißt, wir haben angefangen, uns einzubringen und haben dann auf diesem Weg viele, viele Hindernisse erlebt, die teilweise aufgrund der Unsichtbarkeit gekommen sind, teilweise aufgrund der Vereinsstruktur, dass wir da stark limitiert waren. Mariam hat es erwähnt, wir haben immer wieder neue Vereine gründen müssen, weil wir dann vom Zweck her doch fernab etwas getan haben.
Und da haben wir angefangen, uns beraten zu lassen und haben gesagt, welche Rechtsform wäre denn die richtige für uns? Sind wir jetzt nun eine Stiftung? Und unser Selbstverständnis war immer eine Kirche. Wir denken und agieren als eine Kirche. Und da war auch das Ergebnis der Beratung, ja, also Körperschaft des öffentlichen Rechts ist die richtige Rechtsform hier in Deutschland. Wir waren in den USA schon seit über 40 Jahren als Kirche eingetragen. Und so haben wir dann 2014 den Antrag gestellt, mit dem Selbstverständnis, nächstes Jahr kriegen wir dann auch den Status, weil wir sind ja schon eine Kirche. Und dann hat es aber doch 8 Jahre gedauert und einige weiße Haare. Allerdings. Aber und dieser Status ist uns natürlich sehr wichtig, weil es uns die Anerkennung gibt, die wir brauchen, gerade wenn man dann noch ein bisschen anders aussieht oder dann auch doch man den Sufismus nicht kennt oder den Islam vielleicht jetzt gar nicht so positiv begegnet erstmal, hilft uns diese Anerkennung, weil man weiß, die sind auf jeden Fall durch irgendein Prüfungsverfahren gegangen und die gehören zu Deutschland. Habe ich was vergessen? Und also seit letztes Jahr gehört ihr zu Deutschland? Offiziell. Aus der Sicht des Gegenübers, des Betrachters, ja. Aber wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass, also wir haben nicht gesagt, wir brauchen jetzt einen Körperschaftsstatus, um eine Kita zu gründen, sondern wir haben die Kita gegründet und haben gesagt, das wäre vermutlich einfacher gewesen als KDÖR. Und merken aber auch jetzt schon, das ist ja einige Monate her, seit Juni, dass es doch einfacher ist. Es ist einfacher, wenn man auch kommunal sich meldet und sagt, wir sind MTO KDÖR. Es ist einfacher für die Nachbarschaft, in die man neu einzieht. Es ist einfach für alle viel einfacher, uns einzusortieren und auch als eine Kirche in Deutschland zu akzeptieren. Dankeschön. Gerne. Vielleicht als letzter Beitrag, Tam Markus. Ja, Herr Markus. Also, da könnte man einen Vortrag zu halten. Ich glaube, um das zu verstehen, muss man einfach nochmal verstehen, dass der Sufismus ein sehr praktischer Weg ist. Und gerade wie er in der MTO gelehrt wird, ist es so, dass wir den Menschen vermitteln wollen, ihr könnt die Spiritualität in euren Alltag einführen, egal wer ihr seid und woher ihr kommt. Das ist nicht nur einigen wenigen Vorbehaltenen. Das war so die Entwicklung unserer Schule in den letzten 50 Jahren vor allem. Aber wir wissen ja alle, wie unser Alltag so funktioniert. Und wenn jeder, der irgendwie versucht hat, sich mal eine regelmäßige Meditationspraxis aufzubauen, weiß, wie schwierig das ist. Und Tamarkus ist ein Vehikel, ein Hilfsmittel dabei. Das ist das persische Wort für Konzentration. Es ist eine Methode, die von unserem Meister zusammengestellt worden ist. Sehr einfache Atemübungen, Visualisierungsübungen, Gleichgewichtsübungen und als Kern eine Herzensmeditation. Das Herz und die Meditation und die Versenkung im Herzen ist ein Kernelement des Sufismus. Ob man jetzt betet oder Sekel macht oder fastet, die Sammlung im Herzen ist immer elementar. Und dabei hilft Tamarkus. Und das kann man immer und überall verrichten. Wir haben eine App entwickelt in den letzten Jahren. Darüber kann man sich Übungen anschauen oder wir machen Live-Sessions über die App. Kann man sich auch von überall anschauen, in allen Sprachen. Und soll helfen, tatsächlich die Spiritualität des Sufismus auch im Alltag besser zu leben. Dann sage ich erstmal schon mal vielen Dank und dann bin ich mal gespannt auf die Fragen des Publikums. Ich hätte nämlich auch noch 1-2 Fragen, aber jetzt gucken wir mal, was kommt. Ui, 1, 2, 3. Fangen wir vielleicht mal hier an, weil es einfacher ist. Haben wir etwas? Nein. Und dann geht's rüber, ja? Bitteschön. Vielen Dank, das ist sehr interessant, dass Sie das so berichtet haben. Meine Frage bezieht sich vor allen Dingen auf das Thema Kita. Sie haben gesagt, Sie haben eine Kita gegründet, weil Sie selber als Berufstätige eine Betreuung brauchen. Ich würde aber gerne wissen, wie viel religiösen Input haben Sie? Also die Frage, braucht jede Konfession ihren eigenen Kindergarten?
wir haben das ja nun in Deutschland weltweit gehabt, dass jede Kirche, jede konfessionelle Kirche ihren Kindergarten hatte. Mittlerweile ist das säkular, was natürlich auch die Frage der religiösen Bildung und Erziehung macht. Ich würde das gerne wissen, wie viel Anspruch, wie viel Fishing for Members, was passiert in diesem Kindergarten in Bezug auf religiöse Bildung? Und waren Sie jetzt unglücklich über diesen Zwang, interreligiös zu arbeiten, interkonfessionell zu arbeiten oder nicht? Dankeschön. Also vorab, keines unserer eigenen Kinder geht in diese Kita, weil sie einfach ganz woanders ist, als wir leben. Also wir haben die Kita nicht für unsere eigenen Kinder gebaut. Meine Kinder waren da schon längst aus dem Kita-Alter raus, als sie dann stand. Wir waren unglücklich, nicht weil wir jetzt nicht den Islam lehren können, sondern weil dieser negative Beigeschmack dabei war, dass den Kindern den Islam zu vermitteln hier nicht erwünscht ist. In welcher Form auch immer. Es wurde ja nicht darüber diskutiert, in welcher Form es möglich wäre. Es wurde einfach komplett geschnitten. Und wie wir es jetzt in der MTO-Kita Grüner Weg handhaben, ist so, dass wir den Kindern alle Religionen vermitteln und nicht wir von MTO, sondern die Erzieher, die da sind, sind halt ganz normale Erzieherinnen, die ihr Handwerk gelernt haben. Und wir haben aber ihnen vorgegeben, dass sie vor allem die Religion der Kinder, die sie mitbringen oder von deren Elternhaus aufgreifen, respektieren, untereinander sprechen darüber, was hat das denn für eine Bedeutung, warum feiert ihr welches Fest, und so diese äußeren Merkmale zumindest den Kindern vermitteln. Aber eine religiöse Erziehung der Kinder findet in unserer Kita nicht statt. Das ist dann den Eltern oder den religiösen Institutionen vorbehalten, mit denen sie verbunden sind. Danke. Sie und dann bitte das Mikro an Herrn Kammerer weitergeben. Ja, zunächst mal vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Also ich kenne den Sufismus eher als Theorie und nicht als praktisch gelebte Form von tatsächlichen Menschen. zwei Fragen hätte ich, und zwar... Schön, dass sich das geändert hat. Ja, die Frage der Sichtbarkeit. Das ist ja durchaus etwas, was durchaus regional verschieden ist. Ja. In großen Städten ist das einfacher als vielleicht irgendwo in bayerischen Stammlanden. Zwei Fragen hätte ich, und zwar das eine, wie verändert sich denn durch ein Milieu zum Beispiel jetzt in Deutschland auch eine Religion oder ein Sufismus zum Beispiel jetzt. Ich denke, er wird ja wohl auch anders sein als im Iran oder so. Also da lebt man das vielleicht noch unterschiedlicher als jetzt zum Beispiel bei uns, wo Sie sagen, ja, das sind jetzt auch deutsche Frauen und Männer, also nicht die jetzt irgendwie mal Kinder von Immigrierten sind, sondern auch die da immer schon waren und die sich jetzt dazu bekehren oder bekennen. Hätte ich gern mal die Frage, wie sich das auch verändert. Man spricht ja manchmal auch so von einer Europäisierung des Islams oder so. Und die andere Frage, die kam mir heute überhaupt nicht so richtig vor, Konflikte. Also Religionen sind immer auch konfliktträchtig und konfliktbehaftet. Und da sagen sie halt jetzt so, naja, wir sind jetzt Schiiten, dann gibt es die Sunniten, wohl wissend, dass es da heftige Auseinandersetzungen gibt. Also Konflikte, wie ist das? Also ist der Sufismus eher eine Klammer, der etwas verändert, oder spart man das einfach aus? Also wir sind ja alle Schüler und jeder macht's, wie er will, und politisch spielt alles keine Rolle, wie man dann danach wirklich denkt und handelt. Also das sind für mich auch nochmal so Fragen, die sich da mir stellen. Wohl wissend auch, dass wir in Deutschland auch eine Geschichte haben, evangelisch-katholisch, die jahrhundertelang gebraucht hat, um sich da zu verstehen und anzunähern, und dass es etwas Normales ist, das jetzt keiner großen Diskussion mehr bedarf, aber vor 50 Jahren war das alles noch sehr, sehr anders gewesen. Ja, dankeschön. Also die erste Frage war die
Europäisierung, glaube ich. Ja. Also wie verändert sich das Milieu in Deutschland? Ja. Sufismus, Islam? Naja, also ganz offensichtlich verändert sich schon mal die Sprache. Das ist so das Allererste. Also bei MTO hier in Deutschland ist die Sprache Deutsch, in den USA ist die Sprache Englisch, in Frankreich ist sie Französisch. Das ist schon mal ein Kernelement, was sich verändert hat. Und dadurch kommen natürlich die Jüngeren auch noch mal mehr zum Zuge, weil das die Sprache ist, mit denen sie aufgewachsen sind. Und grundsätzlich ist es so, dass wir in Deutschland leben und auch mit der deutschen Kultur natürlich leben. Ja, also ich zum Beispiel, ich bin mit einem gebürtig Deutschen verheiratet. Ne? Da nehme ich natürlich auch diese Kultur an. Das hätte ich nicht getan, wenn ich im Iran aufgewachsen wäre. Das widerspricht dem Sufismus ja aber auch nicht. Ne? Solange man sich gegenseitig respektiert und in Frieden miteinander lebt und nicht anfängt, den anderen von sich überzeugen zu wollen oder von der Unsinnigkeit seines Denkens überzeugen zu wollen. Und da kommen wir auch schon in diese Konfliktsituation. Natürlich gibt es diese Konflikte, das sehen wir ja tagtäglich überall auf der Welt. Aber gerade da setzt man doch an, wenn man anfängt, an sich zu arbeiten. Ich kann ja nicht mein Gegenüber verändern, ja, aber ich kann nur mich selbst verändern. Und das ist der Weg, den der Sufismus geht. Es geht nicht darum, Konflikte auszublenden, aber dadurch, dass man diese Dualität, diese Trennung vom Gegenüber ablegt, lösen sich viele von alleine auf. Wir sehen uns immer getrennt voneinander. Wir sehen nicht, dass alle ähnliche Bedürfnisse haben. Wir ordnen uns in Kategorien ein, warum auch immer, historisch gewachsen, kulturell gewachsen. Aber warum kann der Sufismus in einem Land wie Deutschland florieren? Weil wir hier eine freiheitliche Demokratie haben, weil wir hier miteinander sprechen können. Und das ist das, was wir nutzen. Warum soll ich mich auf einen Konflikt von Vorvätern einlassen, die sie wegen irgendwelcher kultureller, politischer oder Machtposition begangen haben? Was habe ich hier davon? Der Sufismus ist ein Weg, der dem Individuum den Weg zu Gott zeigen will, die Liebe zeigen will. Und dadurch, wenn man sich wirklich diesem Weg hingibt, lösen sich Konflikte. Eigentlich hast du schon damit beide Fragen beantwortet. Talat Kamran, bitte, und dann Sie. Vielen Dank für diese schöne, wertvolle Darstellung. Also ich habe zwei Fragen. Eine ist, welche Rolle spielt die ästhetische Bildung beim MTO? Gibt es ästhetische Bildungsangebote und werden sie angenommen, weil dann gibt es interessierte Leute. Zweite Frage, wie ist Sufismus im Iran? Wird es auch dort wie in der Türkei verfolgt oder wie ist MTO im Iran? Mhm. Danke. Dankeschön. Genau. So. Genau. Dann fange ich schon mal an. Also ästhetische Bildung, ja, ich glaube, man hat es auch in dem Video gesehen. Sufis haben ja immer schon das Thema Kunst und Kultur sehr, sehr hochgehalten und gefeiert. Und das tun wir bei MTO auch. Also einmal gibt es im Kern die Sufi-Schule mit allem, was dazugehört, was wir ja heute auch besprochen haben. Wir machen aber auch sehr viele Sufi-Kunstprojekte. Und dort gibt es die Möglichkeit, sich dann auch eben einzubringen. Ich meine aber auch, dass ich zumindest drei oder vier verschiedene Sufi-Kunstkurse in meiner Jugend besuchen durfte, von der Kalligrafie bis hin zur Miniaturmalerei, aber auch Musikunterricht und so weiter. Das ist sehr stark getrieben von den lokalen Interessen und Bedürfnissen. Also wir öffnen hoffentlich Ende diesen Jahres das erste Sufi-Museum weltweit in Paris. Das ist das Ergebnis von jahrelanger Arbeit von allen möglichen Ländern, wo wir auch Artefakte aus der Sufi-Kunst gesammelt haben. Das wurde auch sorgfältig kuratiert. Etc. Das heißt, da sieht man, das ist natürlich Paris als Hochburg der Kunst und Musik und Poesie ist da sehr stark in dem Themengebiet unterwegs
Und so hat jede Stadt oder jede Region, je nachdem, wie die Schülerschaft sich dann auch entwickelt hat, unterschiedliche Schwerpunkte. Aber die Antwort ist auf jeden Fall ja. Mhm. Was war die zweite Frage? Sufismus im Iran. Ach ja, ja. Also die Sufis im Iran sind grundsätzlich verfolgt. Das gilt nicht für alle Sufi-Orden, habe ich jetzt auch gelernt. Aber viele Sufi-Orden sind verfolgt, werden nicht gerne gesehen, insbesondere aufgrund ihrer aufklärerischen Haltung, Rolle der Frau. Auch unsere Sufi-Schreine und wir hatten auch in der Nähe von Teheran ein Sufi-Museum, das wurde leider zerstört. Es gibt natürlich eine sehr, sehr große Anhängerschaft, das merken wir, wenn wir Sufi-Sitzungen live übertragen, dass da Hunderttausende von Menschen sich zuschalten, auch aus diesen Ländern, trotz aller Barrieren. Wir wissen ja, das Regime schaltet auch gerne mal das Internet ab und so weiter. Wir wissen, es gibt eine große Schülerschaft, sie bekennen sich aber natürlich nicht offen dazu, damit sie eben dieser Verfolgung entkommen. Und eine große Anzahl der Schülerschaft hat ja auch den Iran verlassen. Und so konnten wir ja über die letzten 50 Jahre dann auch auf 6 Kontinenten so stark wachsen und diese Internationalität erreichen. Und heute sprechen wir über 1 Million Schüler weltweit. Also es kommt immer noch vor, dass Menschen den Iran verlassen und uns dann kontaktieren und sagen, wir sind Schüler der MTO, wir haben jahrelang über das Internet die Webcasts verfolgt. Jetzt haben wir geschafft, den Iran zu verlassen und wo können wir jetzt auch persönlich teilnehmen zum Beispiel? Ja. Letzte Frage, bitte. Wie gehen Sie im Sufismus mit Leid um? Sollen wir einen Vortrag darüber machen? Ja, ich kann es gerne kurz machen. Ja, Sie haben ja eben auch schon gehört, wo ich sagte, also Sufismus ist kein Wellness. Und Leid ist, ich will das Negative mal wegnehmen vom Wort Leid, ja, aber an die persönlichen Grenzen kommen zum Beispiel, ist ein Element im Sufismus. Und das ist das persönliche Leid, ja, ich als Schülerin auf dem Weg. Und dann gibt es natürlich, wenn wir es jetzt mal global sehen, Leid auf der Welt und wie man damit umgeht. Und da ist ein Kernprinzip des Sufismus eben Khidmat, der Dienst. Das heißt, ich als die Person, die es kann, bin verpflichtet, demjenigen, der leidet, zu helfen. Und das sind auch Grundprinzipien des Islam. Von daher, da wo es Leid gibt, versuchen wir es zu lindern. Aber auf dem Weg des Sufismus braucht der Rohdiamant manchmal ein bisschen Druck und Leid, um mal geschliffen zu werden. Danke. Sehr schön. Ich denke, wir hätten jetzt noch zu einigen weiteren Themen mit euch sprechen können. Mich hätte jetzt natürlich auch noch interessiert, wie muss man sich das vorstellen, die Rolle des Meisters? Darf man ihn hinterfragen? Wie sieht die Interaktion aus? Aber vielleicht finden wir eine andere Gelegenheit, wo man das dann vielleicht auch in einem anderen Format diskutieren kann. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Und danke für die Einladung. Bestimmt ein anderes Mal nochmal. Vielen Dank. Danke für die Einladung.